In einem der letzten Videos mit den Märklin-Zupackungen aus den 1960er Jahren hatte ich festgestellt, dass mir noch ein Original-Esso-Kesselwagen fehlt. Ich bin hingegangen, habe mir diesen mittlerweile besorgt, habe jetzt mal in all meinen Kartons hier gewühlt und mal zusammengesucht, was ich an zweiachsigen Kesselwagen so ab Ende der 50er bis Mitte der 80er Jahre hier zusammengesammelt habe. In diesem Zeitraum hat Märklin drei verschiedene Varianten eines zweiachsigen Kesselwagens ohne Bremsehaus angeboten und welche Varianten sich hier bei mir im Laufe der Zeit angesammelt haben, das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Hier habe ich dann jeweils ein Modell dieser unterschiedlichen Bauarten herausgesucht, stellvertretend für alle Mineralölgesellschaften einfach mal den Aralwagen herausgenommen. Auf der linken Seite die erste Variante und zwar ab Ende der 50er Jahre, denn 1957 hat Märklin die Wagennummern geändert auf die 4000er Nummer. Ältere Wagen habe ich nicht. Teilweise wurde diese alte Bauart auf der linken Seite allerdings auch schon unter der alten 300er bzw. unter den 100er Nummern verkauft. Bei mir sind es alles die 4000er und deswegen habe ich im Grunde genommen ab Ende der 50er Jahre damit angefangen. In der Mitte habt ihr dann die nächste Generation. Diese Wagen kamen zum ersten Mal 1967 auf den Markt und ihr seht ja, dass hier die Schilder sich verändert haben, die Aufbauten verändert sind, sich im Grunde genommen ein komplett anderes Modell handelt. Die Länge ist beides mal 10 cm bei dem alten und auch bei dem mittleren Modell. Und auf der rechten Seite, die Wagen kamen zum ersten Mal 1977 auf den Markt, haben dann unten auch die anderen Achsen eingebaut, haben die anderen Kupplungen schon drin, haben wieder einen anderen Aufbau und sind in der Länge gewachsen auf 11,5 cm. Es bedeutet allerdings nicht, dass Märklin aufgehört hat, die alten Modelle weiterhin zu produzieren, sondern das hat sich teilweise überschnitten und lief mehrere Jahre noch parallel. Es wurde also im Grunde genommen nicht mit dem neuen Modell die alte Reihe komplett abgelöst. Und hier habe ich dann die erste Generation dieser kleinen Kesselwagen. Müsste ein Bild sein aus dem 1958er Katalog, wenn mich nicht alles täuscht. Einmal die 4500, der kleine Aralwagen, dann die 4501 auf der rechten Seite in der Esso-Variante und in der Mitte die 4502, dann der von Shell. Allen Wagen ist gemeinsam, dass sie ausgestattet sind mit einem Laufsteg mit Leiter und Füllstutzen. Länge ist jeweils 10 cm. Die Fahrgestelle sind noch alle komplett aus Metall und der Kesselaufbau selbst ist aus Kunststoff. Märklin hat die Wagen damals überschrieben mit Güterwagen mit Thermoplastikaufbau und automatischer Kupplung. Ich bin jetzt hingegangen, habe die Wagen jetzt alle mal einzeln gefilmt, diesmal auf eine Drehscheibe gesetzt, mit dem Handy gefilmt, weil ich da einfach näher rankomme als mit meiner normalen Kamera, habe die Verpackungen weggelassen, weil ich nicht für jeden Wagen eine entsprechende Packung habe, beziehungsweise nicht die Originalverpackung habe. Deswegen habe ich auf die Verpackungen komplett verzichtet. Und anfangen möchte ich hier mit der 4500 von Aral. Diese wurde ab 1957, wie gesagt, unter der 4000er Nummer verkauft. Gab dann mehrere Varianten davon. Und das war einer der ersten Wagen, die von Märklin so produziert wurden. Als nächstes habe ich dann von Märklin die 4501, die Esso-Variante. Hier in der Version, da ist dieses kleine DB-Schild und dieser Aufdruck an der Seite noch herausgeprägt, was bei dem Aralwagen jetzt im Vorfeld nicht der Fall war. Wurde dann auch in verschiedenen Varianten produziert, der Esso-Wagen, beziehungsweise der Aufbau war immer Silber. Aber es gab verschiedene Varianten der Aufkleber und so hatte der Wagen dann jeweils ein anderes Aussehen. Und als dritten im Bunde haben wir dann die 4502. Der einzige Wagen mit dem gelben Kessel und das ist dann die Variante von der Mineralölgesellschaft Shell. Und diese drei ersten Wagen waren dann alle ab 1957 unter den 4500er Nummern zu finden. In 1958 kam dann hier die Bausatzvariante des Kesselwagens BP auf den Markt unter der Nummer 4900 von Märklin angeboten und das Besondere daran ist, dass es diesen BP-Wagen nur als Bausatzwagen gab. Das heißt, man konnte diesen Wagen im Grunde genommen nicht als Fertigmodell erwerben. Wenn man ihn haben wollte, dann musste man ihn zusammenbasteln. Dafür war er etwas günstiger, das heißt, er kostete damals 3 D-Mark. Ich weiß nicht, ob ich es dazu gesagt habe vorhin, die fertigen Wagen kosteten damals 4,25 Mark. Als nächstes brachte Märklin in dieser Ausführung der Wagen ab 1960 bis 67 gebaut die 4524 der schwedischen Variante.
oder eine schwedische Variante des Esso-Wagens auf den Markt. Das hat mich jetzt auch ziemlich viel Zeit und Mühen gekostet, hier ein einigermaßen gescheites Modell zum einigermaßen akzeptablen Preis zu bekommen. Entweder sie sind sehr günstig, dann sind sie meistens verschrammt, verrostet, beziehungsweise die Aufschrift ist schon weg. Oder sie sind einfach ab 25, 30 Euro zu bekommen und das war mir ehrlich gesagt zu viel des Guten. Aber hat funktioniert. Ich habe einen hier und freue mich ganz besonders, dass ich den erwischt habe, um sozusagen diese Wagen hier auf der Zeitschiene noch zu ergänzen. Dann gab es wohl von Märklin 4 weitere Varianten von dem schwedischen Kesselwagen mit verschiedenen Aufschriften. Diese sind aber heute ganz schwer zu bekommen. Und davon habe ich abgesehen, habe euch nur hier Bilder reingesetzt, und zwar einmal die 4525 und hier die drei Wagen 4526, 27 und 28. Wenn sich mal irgendwann die Gelegenheit ergibt, die zu einem vernünftigen Preis zu bekommen, werde ich mir die wahrscheinlich auch zulegen, aber im Moment war das hier leider noch nicht möglich. Und 1972 ist Märklin dann hingegangen und hat die 4501, den ehemaligen silberfarbigen Kesselwagen von Esso, dann in einer weißen Variante herausgebracht. Das heißt, der Kessel dann in weiß anders bedruckt. Der Rest des Wagens ist wohl genau noch gleich geblieben. Und das ist dann auch der letzte Wagen, den ich aus dieser Wagengattung oder Reihe oder Modellreihe von Märklin habe. Und damit ist dieser kleine Zug für mich erstmal abgeschlossen. 1967 hat Märklin dann eine neue Modellreihe herausgebracht. Und zwar angefangen mit der 4644, der 45 und der 46. In der Beschreibung hier Kesselwagen zweiachsig, Modell des Einheitskesselwagens DTB mit Beschriftung BP. Kessel mit Einfüllstutzen, grün, Laufsteg und Leiter schwarz, untergestellt schwarz auf einer Stirnseite Plattform mit Geländer Länge 10 cm. Und das sind bis auf die Beschriftung dann auch die gemeinsamen Merkmale dieser nächsten Wagenserie. Ich fange hier dann auch mit der kleinsten Nummer an, mit der 4644. Der grüne kleine BP-Kesselwagen, diese wurde dann von Märklin in verschiedenen Varianten gebaut. Drei Stück müssen es sein, wenn mich nicht alles täuscht, von 1967 bis in 2002. Das Ganze ist dann hier ein bisschen detaillierter ausgeführt, die Beschriftungen sind hier feiner und der ganze Wagen wird hier von den Proportionen ein bisschen vorbildgerechter. Und 1967 bringt Märklin dann auch den Totalwagen heraus, unter der Nummer 4645. Dieser wurde gebaut von 1967 bis 1971 und es gab hier wohl nur eine einzige Variante und keine anderen Versionen dieses Wagens. 1968 hat Märklin dann die 4646 herausgebracht, den Aralwagen. Und zwar in der dunkelblauen Variante, das war einer der Wagen, die ich auch früher schon als Kind hatte. Diese wurde von 1968 bis 1978 in dieser Farbvariante gebaut. Ich habe dann gesehen, dass bei meiner Variante der Vorbesitzer hier wohl das Trittblech hier silber lackiert hat. Ich habe das aber so gelassen, weil ich fand das erstmal gar nicht schlecht. Und deswegen ist dieses Gitter normalerweise auch in schwarz ausgeführt. Und unter der gleichen Nummer 4646 hat Märklin dann von 1979 bis 1987 den Aralwagen in einer hellblauen Variante ausgeführt und hergestellt. Und das war dann auch wohl die letzte Version von diesem Wagen. Was mir jetzt aus dieser Zeit noch fehlt, ist die 4647. Dieser Wagen von Bayer in der gleichen Ausführung des eigentlichen Modells. Wurde von Märklin gebaut ab 1975 bis 1977. Allerdings hatte ich bis jetzt noch keine Gelegenheit, mir einen zu besorgen. Das muss ich dann nochmal irgendwann auffüllen. Des Weiteren habe ich gesehen, dass es von diesem Modell zum Beispiel keinen Shell-Wagen gab, aber es gibt unter der Nummer 29855 wohl aus einem Set einen Shell-Kesselwagen zweiachsig, der wohl diesem Modell entspricht. Und diese Zugpackung müsste aber dann in einem späteren Zeitpunkt produziert worden sein. Und dann machen wir jetzt den Sprung zum nächsten Modell, dem dritten Modell, was ich hier habe, ins Jahr 1977. Und zwar die Nummer 4440, 41 und 42. Hier von Märklin Güterwagen mit automatischer Kupplung und Vorentkupplung, Relax. Sämtliche Fahrgestelle der Wagen 4500 sind aus Metall und mattschwarz lackiert. Alle Räder aus Zinkdruckguss, die Aufbauten werden aus Kunststoff gefertigt. Alle Längenangaben sind über die Puffer gemessen.
Und Märklin fängt an mit der 4440, der Aral-Wagen. In der allerersten Variante ist er wohl in Grau gewesen. Das kann man hier auf dem Bild nicht perfekt erkennen. Vielleicht ein bisschen in dem Kontrast gegenüber rechts dem Esso-Wagen, der dann wirklich weiß ist. Aber diese Grau-Variante wurde nun 1977 gebaut. Und auch diese Variante fehlt mir noch, habe sie allerdings bis jetzt auch noch nicht gefunden. Und ich habe als erstes dann die 1978er Variante. Hier ist der Kessel dann in weiß gehalten mit blauer Schrift. Und wir haben bei dem Modell wieder nur diesen einseitigen Laufsteg oben auf dem Kessel. Haben aber hier jetzt diese Relex-Kupplung drunter. Und ab 1987 hat Märklin dann die 4440 Aral in der blauen Variante herausgebracht. Und das war dann auch das letzte Modell dieser Aral-Serie. Dann gab es unter der 4441 die Esso-Variante, jetzt hier wieder mit dem weißen Kessel. Diese wurde gebaut von 1977 bis 1983. Und es gab dann von dem Esso-Wagen zwei verschiedene Varianten. Die zweite Variante ist dann ins Hobbysortiment übergegangen und ich glaube, man bekommt sie heute noch so zu kaufen. Dann haben wir die 4442, die gelbe Variante, wieder in der Shell-Ausführung. Ab 1977 von Märklin produziert. Hier gibt's wohl nur eine Variante in dieser deutschen Ausführung. Und auch die ist wohl ins Hobbysortiment übergegangen und wird wahrscheinlich heute noch verkauft. Und dann kommen wir zum letzten Modell meiner zweiachsigen Kesselwagen. Und zwar der A-Gib oder A-Chip-Wagen. Diese wurde produziert von 1984 bis 1987 unter der 4443. Und das ist dann der letzte Wagen, der sich aktuell in meinem Bestand befindet. Und Märklin ist dann hingegangen, hat zig weitere Varianten von Mineralölgesellschaften, Bedruckungsvarianten herausgebracht. Aber da habe ich dann erstmal aufgehört, weil ich mich in erster Linie eigentlich auf die Wagen konzentrieren möchte, zwischen den 60ern bis in die Mitte 80er Jahre, die ich aus meiner Jugend her noch kenne. Und hier habe ich dann nochmal ein Gesamtbild aller Wagen, die sich zurzeit in meinem Bestand befinden. Die vordere Reihe sind die Wagen Ende der 50er Jahre, die mittlere Reihe ab Ende der 60er Jahre und in der dritten Reihe befinden sich die Wagen Ende der 70er Jahre bzw. das neueste Modell. Das Ganze habe ich aufgefüllt mit ein paar Wagen, die ich doppelt habe, unter anderem die grünen BP-Wagen sind insgesamt 4 Stück, hinten links der weiße Aral sind 2. Und auch von dem gelben Shell-Wagen in der hinteren Reihe habe ich auch 2 Stück in meinem Bestand. Und hier habe ich die 3 Generationen der Kesselwagen nochmal nebeneinander gesetzt. Vorne die älteren Wagen, relativ schmaler Kessel, nur ein Laufsteg mit einseitigem Geländer. Der mittlere Wagen hat im Kesselvolumen dann schon ein bisschen zugelegt, hat im Grunde genommen oben auf dem Laufsteg ein komplett beidseitiges Gitter drauf und hinten die neueste Generation. Wieder nur das einseitige Gitter an dem Laufsteg und ist dafür mit dem Kessel in die Länge gegangen, sodass man anhand der Merkmale die Wagen doch relativ gut unterscheiden kann. Ich habe nochmal 3 Diesellokomotiven vor die Züge gehängt und lasse die Züge hier nochmal ein paar Runden drehen.
Das war es mit meinem Video mit den zweiachsigen Kesselwagen aus den 50er bzw. bis in die 85er Jahre. Wenn ihr noch was anzumerken habt, schreibt mir es bitte in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt's wieder mehr und bis gleich.